Hallo und willkommen zu dem weiteren Part der Sonic Amateur Games Expo 2018 zu Not So Simple Sonic Worlds 1.0 EX. Naja, und zwar geht es eigentlich um Lakes Resources. Und zwar hat jemand so eine Collection von Simple Sonic Worlds zusammengestellt, also der Engine von Lake Fairbot. Und er hat verschiedene Versionen da zur Verfügung gestellt zum Spielen und ich werde die Version spielen, weil die perfekt funktioniert. Es gibt noch die Zero World, also dass man das mit Zero spielen kann aus Mega Man, aber ich bin ja für Not Simple Sonic Worlds, weil ja, ich mag's halt. So, jetzt haben wir es geschafft und kommen auch schon in die nächste Zone, die wir jetzt auch jetzt spielen werden. Dann Schubidu, yeah. So, na dann wollen wir mal in die richtige Zone und ich glaube, ich schieb mir das Fenster jetzt einmal ganz kurz so zur Seite. Ach so, ist doch schon viel noch nicht ganz angenehmer. So, jetzt ist es angenehmer. Also, ich habe jetzt nur kurz verschoben, damit ich ein bisschen OBS mehr sehen kann. Ja, der gute Chaos hat keine zwei Monitore. Er hasst nämlich sowas. Ja, ist wirklich teilweise so. Also, manchmal komme ich wirklich nicht so wirklich drauf klar mit zwei Monitoren. Deswegen mache ich es noch mit einem nur. Ist auch auf der Arbeit so. Habe ich auch zwei Monitore, aber ich komme nur mit einem wirklich gut zurecht. Deswegen, ja. Ich weiß, ich bin komisch und so, aber das ist mir auch egal, ne? Na dann wollen wir mal uns hier durch das Level quälen. Das anfangs wäre noch so eine Ressourcensammlung, da hätte es mir ja nichts gebracht, da was zu zeigen, aber in den Umständen kann ich schon was zeigen. Na dann. Hier geht's nicht weiter, wir müssen da lang. Okay. Gefällt mir. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich hab Insta-Shield, was willst du von mir? Ach, die Gegner von Lake Fairbot, ja. Die Feuer-Todesgegner. Da oben ist nix, also können wir ja weiter. Oh, schon geschafft? Meine Fresse, ging das schnell. Ja. Schubidu, yeah. Geschafft. Was kommt jetzt? Oh, wieder der Anfang, hä? Naja, war ja eh nur so eine Präsentation der Engine und der Fortschritte. Wow. Na dann. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr eigentlich den Fortschritt und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, schaut ihr eigentlich auch die Streams von Lake Fairbot? Also seine Developer Streams. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn man interessant wäre, genauso das macht. Ich mach's zum Beispiel. Und geschafft. Na dann, hätten wir es ja. Und ja. Ich würde sagen, eure Meinung ist nochmal rein in die Kommentare und ich würde sagen, also aus meiner Sicht, nicht schlecht, ich habe auch schon mal das Zero World auch mal gestartet, also ich wollte es mir auch mal anschauen und bisschen slow, aber ist ja auch Mega Man, ne? Mega Man Style und da ist alles langsam. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann gibt es noch dieses Not So Big oder Big Not So Simple Sonic Worlds. Da ist so, dass das hier alles klein und Sonic ist riesig. Oh ja, wird die ganze Game verkleinert. Naja, ihr könnt mir schreiben, ob ihr schon mal gespielt habt oder nicht. Also, Kommentar nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Und Emerald Control.